Auf der Hümmlinger Kreisbahn ist heute vertretungsweise eine V60 beschäftigt. Der morgendliche Personenzug von Werlte nach Lathen besteht aus eben dieser V60 und einer Donnerbüchse und hat mehr Alibi-Charakter. Die Rückfahrt von Lathe nach Werlten erfolgt als GMP, als Güterzug mit Personenbeförderung. Und damit sind in Ostenwalde einige Rangierbewegungen zu bewältigen. Die Hümmlinger Kreisbahn von Lathen nach Werlte schließt an die DB-Hauptstrecke von Münster nach Emden an der Nordsee an. Der Hümmling ist eine dünn besiedelte Landschaft. Entsprechend gibt es entlang der Strecke der Hümmlinger Kreisbahn nur zwei etwas größere Orte, Sögel und Werlte. Ostenwalde hingegen ist kein richtiger Ort, der Bahnhof liegt mitten auf dem flachen Lande. Der Bahnhof Ostenwalde besteht aus einem zweiseitig angeschlossenen Ladegleis. An dem Ladegleis gibt es eine Ladestraße und das Gebäude der landwirtschaftlichen Genossenschaft. Der Güterschuppen des Bahnhofs liegt dagegen am durchgehenden Hauptgleis. Das Stückgutaufkommen ist derartig gering, dass der Umschlag am Streckengleis erfolgen kann. Das Dienstgebäude des Bahnhofes dient nicht als Empfangsgebäude, es beherbergt Lagerräume, eine Telefonanlage und den Schlüsselkasten für die Bahnhofsweichen. Ein einfacher Bahnsteig macht die Bahnhofsanlage komplett. Etwas außerhalb des Bahnhofes liegt ein beidseitig angeschlossener Gleisanschluss, auf dem Ölverladung stattfindet. Das Rohöl wird in der Umgebung gefördert. Zunächst aber wird am Stückgutschuppen das eingehende Stückgut entladen. Im Anschluss daran wird der leere Kesselwagen zurückgedrückt in den Gleisanschluss der Ölverladung. Nun muss der mitgebrachte Rungenwagen am Freiladegleis an die Ladestraße gestellt werden. Nun muss noch der letzte Gehwagen an den Schuppen der landwirtschaftlichen Bezugsgenossenschaft rangiert werden.
Damit wären die Rangierarbeiten in Ostenwalde erledigt. Der Zug kann die letzte Etappe seiner Reise angehen und nach Werlte ausfahren. Der nachmittägliche Zug aus Werlte trifft in Ostenwalde ein. Zunächst ist ein Betriebshalt am Bahnsteig zum Aussteigen und Einsteigen der Fahrgäste. Dann wird der Stückgutwagen am Stückgutschuppen zur Beladung bereitgestellt. Die Stückgutverladung dauert etwas länger, daher macht sich die Lokomotive schon einmal an die Rangierarbeiten. Zunächst werden die entladenen Wagen, also der Rungenwagen und der Gehwagen, aus dem Freiladegleis abgezogen und im Hauptgleis bereitgestellt. Der Zug nach Laaten ist damit fertig zusammengestellt. Für Reisende wird der Personenwagen nochmals an den Bahnsteig gedrückt. Dann fährt der Zug nach Laaten aus, wo er die Güterwagen an die DB übergeben wird. Die Rückleistung von Laaten nach Werlte besteht eigentlich nur aus der Donnerbüchse und ist ein reiner Personenzug. Heute ist eine eilige Ladung beigestellt worden. Mit der Donnerbüchse wird auch das Expressgut befördert. Heute müssen einige Sendungen in den Güterschuppen umgeladen werden.